Takoya kam mit neuen Carrera-Modellen um die Ecke. Zin hat tausende Modelle gefühlt rausgebracht in diesem Monat. Zenith kommt mit einer neuen Defy. Und natürlich haben wir noch ein bisschen was vom Breitling und Bremo. Ihr wisst also, was das heißt. Uranus! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Uhren-News. Heute mal kein cinematisches Kaffee-Video. Ich bin spät dran mit dem Video heute, ich bin ehrlich. Trink einen Tee, einen Kamillentee, weil ich schon massig Kaffee getrunken habe. Trotzdem möchte ich einmal mit euch in den Uhren-News anfangen und zwar über die Takoya Carrera sprechen, die neu vorgestellt wurde. Bietet sich an, denn ihr Mr. B-Haushalt hält ja auch bald eine Takoya-Einzug. Seid nach wie vor gespannt. Ich bin gespannt. Ist immer noch nicht da, der Ticker. Denke, die passt ganz gut in meine Sammlung und da gehen wir später drauf ein. Egal! Takoya Carrera mit dem Carrera 02 Uhrwerk, so rum. Neue Carrera-Modelle, wie gerade schon gesagt, hier mit dem Heuer 02 Uhrwerk. Größe 42 mm, aber so ein bisschen von der Designsprache an der Uhr-Carrera orientiert. Wie gesagt, nicht vom Durchmesser, aber was haben wir? Wir haben ein sehr cleanes Blattdesign, wir haben Indizes, wir haben die Totalisatoren natürlich dank des Heuer 02 auf 369 angeordnet. Keine Tachymeter-Skala, nur so eine Minutenrasterung. Also es geht so ein bisschen back to the roots vom Design. Am Lederband bzw. Krokolederband finde ich sie sehr schön. Auch das Stahlband ist okay. Jetzt aber nicht ganz so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Des Weiteren haben wir noch Limited Editionen, einmal in Weiß und ich meine in Blau, blende ich ja eh ein. Was mich bei der ein bisschen stört, ist einfach die Positionierung des Datums. Das haben die oben auf 12 Uhr hingepackt. Das heißt, ihr habt unten die Totalisatoren, oben das Datum. So ganz rund ist das für mich nicht. Also ich finde auch beim Chronographen, gerade bei einer 369-Anordnung, da finde ich es eigentlich perfekt, wenn das Datum im unteren Totalisator auf 6 Uhr mit eingebracht worden ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Also, das war's zu Takoya Carrera. Zin, meine Lieben, jetzt sprechen wir über Zin und die haben richtig was rausgebracht. Grün ist die Farbe der Hoffnung und auch die neue Farbe Zins, wenn man sich das so anguckt. Einmal gibt es jetzt die 105-Reihe, hier den 105er Chronographen. Meiner Meinung nach immer noch mit SW3500 oder 7750 vor Schuhwerk. Aber dann mit grünem Blatt und das ist. Es gab mal die 104 in grün und das war schon Hammer. Also von der Textur her, was sie da gebracht haben, richtig lecker Öhrchen. Limitiert auf 500 Uhren, also schnell sein, denn Limited Edition von Zin verkaufen sich in der Regel sehr gut. Und ich finde, da haben sie wirklich einen guten Schuss gemacht. Wirklich tolle Uhr. Preislich ist das Ganze natürlich dann auch wiederum nicht ohne. Wir reden Preis am Massivband 2890 Euro. Gut, da gibt es auch von anderen Marken in dem Preissegment was mit SW500 oder aber auch mit dem Bourjou 7750. Kann ich jetzt nicht meckern, zumal es halt wirklich eine sehr schöne Farbe ist. Dann gibt es natürlich auch noch Dreizeiger und Vierzeiger von der 105-Linie. Das ist okay, da finde ich das Datum, die Tagesdatumskomplikation ein bisschen komisch. Ich habe nichts dagegen, dass es auf 6 Uhr Position ist, aber dann hast du Montag so runtergeschrieben und dann das Datum. Es ist interessant von der Anordnung, es soll sich, denke ich mal, auch ein bisschen von der 104 abgrenzen, aber so ganz mein Ding ist es nicht. Dann gibt es natürlich noch die 105 UTC, rein nur mit dem Datum, ohne Tageskomplikation. Da finde ich es wiederum sehr stimmig und sehr passend. Orangener GMT-Zeiger, finde ich, sieht besser aus im Zusammenspiel mit Weiß und mit Schwarz. Es ist weniger hart wie ein klassisches Rot, also auch das passt. Finde ich cool. Und dann natürlich noch die R500, quasi ein Bullhead-Chronograph-Bullhead, weil die beiden Pusher und die Krone oben sind so. richtig cool mit Gangreserveanzeige. Mein Geschmack ist es nicht, aber ich finde einfach, was Zin in diesem Monat so rausgehauen hat. Klasse, richtig gut gemacht. Und natürlich noch eine U1C, auch mit Grünblatt. Deswegen sage ich, Grün ist die Farbe der Hoffnung und in diesem Monat ist Grün die Farbe von Zin. Also im Großen und Ganzen
Schöne Ticker. Habt ihr gut gemacht, Sinn. Es wird dunkel. Egal, Zenit. Zenit setzt auf Carbon. Sie haben eine neue DeFi-Variante rausgebracht. Mehrere, aber die ich am interessantesten fand, ist die Carbon-Variante. Denn es ist diesmal nicht nur das Gehäuse, sondern, Obacht, auch das Band. Carbon-Band und Gehäuse finde ich natürlich interessant. Pricey, ja, aber wer Zenit mag, wer die DeFi-Linie mag, man bekommt ein Inhouse-Werk und einen interessanten Werkstoff. Geht so ein bisschen so Richtung Hublot, die ein bisschen mehr experimentieren mit unterschiedlichen Werkstoffen. Von daher optisch wirklich gelungen, coole Uhr. Super leicht wahrscheinlich, komplett in Carbon. Für mich wahrscheinlich zu leicht, aber der Gedanke zählt. Das kombiniert natürlich auch noch mit einem Kautschukband, super interessant. Und die DeFi ist mittlerweile zu einer richtig interessanten Uhr lanciert. Auch dadurch, dass sie jetzt natürlich auch mehrere Varianten haben, Inhouse-Werk, natürlich das El Primero auch in der DeFi-Linie anbieten, Boutique-Versionen raushauen und so weiter. Also da hat Zenit wirklich einen coolen Job gemacht und ich finde, so eine Uhr komplett aus Carbon rauszuhauen, das ist schon eine coole Sache. Ein bisschen kontroverses Thema, Breitling. Breitling, die haben jetzt ein Chronomat 3-Zeiger rausgebracht. So als Pendant für die Dame würde ich sagen, leider kein Inhouse-Werk und pricey. Ich meine, das Gehäuse finde ich cool, das haben sie gut gelöst. Das Band ist dasselbe natürlich wie beim Chronomaten Chronographen. Das passt, also als Partneruhr eine richtig coole Idee, aber wie gesagt, preislich nicht gerade ohne. Trotzdem eine richtig schöne, interessante Varianten in Two-Tone, dann auch wieder mit Gelbgold. Diamanten, of course. Und man sieht halt, dass sie dann auch wieder so ein bisschen mehr den asiatischen Markt ansprechen und da gerne auch eine Option für die Damen bieten und da auch das Thema Prestige mit reinfließt natürlich. Und im Großen und Ganzen, designtechnisch finde ich die gar nicht mal so schlecht. Was ich Hammer fände, Breitling, Herr Kern, Hedwin, die fand ich wirklich toll, also Day-Date. Variante vom Chronomaten, wenn sie den nochmal rausbringen oder nochmal lancieren, das fände ich richtig gut. Brellum, meine Lieben, die sind rausgekommen mit einer neuen Fliegeruhr. Ich finde es sehr interessant. Hier dann noch mit Gangreserveanzeige, typisches 6, 9 und 12 Uhr Dial. Auf 3 Uhr dann natürlich die Gangreserveanzeige. Ich finde im Großen und Ganzen wirklich schön und gelungene Uhren. Bisschen voller, weil wir haben dann auf 3 Uhr neben der Gangreserveanzeige zusätzlich noch die Datumskomplikation. Trotzdem, ich finde, die sollte man mit im Hinterkopf haben. Brellum ist eine sehr interessante Marke. Guckt euch auch mal das Werk an. Sehr schön dekoriert, kostzertifiziert und ich denke mal eine wirklich interessante Uhr. Eine Sache wollte ich noch erwähnen und zwar hat Hublot die Mecca 10 neu herausgebracht und zwar als Wand-Tischuhr. Fand ich super coole Idee, also Mecca 10 quasi als Riesenwerk. Und wollte das Ganze noch mit reinnehmen. Also meine Lieben, das war's dann auch schon wieder für heute mit den Uhren-News und einer Tasse Kamillentee. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bin natürlich gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von den Neuigkeiten, die ich vorgestellt habe? Was habe ich vergessen? Was denkt ihr über die unterschiedlichen Uhren? Teilt das mit der Community mir unten im Kommentarfeld. Ansonsten seid natürlich gespannt auf meinen Neuzugang von Takoi. Ich hoffe, der kommt jetzt diese Woche bald. Dann gibt es ein Unboxing oder direkt ein Review. Ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen und halte euch auf den Laufenden, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Restwoche, einen guten Start ins Wochenende. Freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.